Hallöchen, na, wie geht's denn so? Ich hoffe, es geht euch gut. Mir wohl, wir sind zurück in Black Mesa und sind, glaube ich, jetzt gerade damit beschäftigt, einen Raketenstart zu starten. Das war blöd, das war blöd, das war blöd, das war blöd. Vielleicht. Oder auch nicht. Moment. Ich will mal nur kurz so dicht und doch so weit. Watch your step. Naja. So. Warten die irgendwo auf uns, oder? Bestimmt. Bestimmt. Ach ja. Ah ja, doch. Na guck. Gewusst wie. Alter, was? Wo kam das denn her? Was kam da denn bitte auch her? Oh Mann. Nein, wieso bleibst du denn stehen? Du sollst... Ach. Schade. Das sollte anders gehen. Nur triff mich doch schon. Okay. Ja, das war alles geplant. Also, nee, es war anders geplant. So rum. Erstmal. Einen Scheiß habt ihr. So, bum, 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 bum. Steht hier direkt davor, oder was? So, wo ist jetzt der mit seiner blöden Flak? Da. Oh Mann. So. Jetzt erstmal ein bisschen Munition wieder einsammeln gehen.
Was für eine Materialschlacht. Was? Achso. Okay. Suche ich mal. Gut. Connect host to suit haben wir nicht. Configure voltage haben wir nicht. Begin charging suit haben wir. Replace host when suit is charged. Okay. Okay. Ich wollte doch noch. Ah ne, haben wir schon. Kommen wir hier irgendwo. Der Typ mit seiner Kanone. Ach ey. Genau, der Typ mit seiner Kanone. Der hat die leider nicht fallen lassen. Das wäre auch zu schön gewesen. Da kommen wir nicht lang, dann geht's hier bestimmt lang. Da. Siehst du mal. Draußen. Wir sind draußen. Juhu, juhu, juhu. Oh, ich freue mich so, dass wir draußen sind. Also, jetzt draußen sind. Gucken, wie lange es so bleiben wird. Wo sind sie denn? Erstmal Überblick verschaffen. Da hinten. So. Das war alles leer. Na, hab ich mir noch gedacht. Schade. Hey, bleib du offen. So. Schade. Aber hier ist dann definitiv noch mal einer. Ich hoffe, das ist auch nur einer, der da noch übrig ist. Und nicht tausend. Das scheint ja geklappt zu haben. So, und jetzt müssen wir hier oben nur noch die Rakete starten, richtig? Aber hier ist alles rot. Das ist ja super. Control Room, Security Clearance Level 4. Ist auch gut, dass es davor steht. Area in front of this electrical panel must be kept clear for 36 inches. Da müssen wir dann wohl so durchballern, ne?
So, da war noch aber noch ein weiterer. Bin ich mir ziemlich sicher. Nee? Okay, das Lambda-Team scheint auch nicht mehr ganz so zuverlässig zu arbeiten. Möchte ich meinen. Und deswegen trinke ich mir glatt nochmal einen Tee, einen Kaffee. Moment. Mmh. Ah, wunderbar. Speichern. Darf man immer wieder, immer mal gerne. So. Launch Control. Ich würde den... 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Na los, Lambda-Rakete. Werd mal schneller, sonst kippst du gleich noch um. Satellite Portal Array launched. Na gut. Jetzt da draußen wahrscheinlich wieder der Bär fett, ne? Aber Jungs, jetzt ist es doch egal. Können wir nicht drüber reden? Ich meine... Ist doch in Ordnung jetzt. Also, ihr könnt nichts mehr ändern, ich kann nichts mehr ändern. Ah, da hinten ist grün. Von daher würde ich einfach mal behaupten, Freunde sein. Nein? Ich habe so das Gefühl, die wollen keine Freunde sein. Ja, und jetzt? Ich meine, hä? Lass mal gucken, was hier so im Randgebiet ist. Also, eingestürzte Neubauten. Hier geht's nicht lang. Hier auch nicht. Aber du, ich spring da bestimmt nicht runter. Guck mal, ich bin doch nicht blöd. Ah, oder ich spring hier runter. Yippie! Hallo. Hier ist zu, da geht's nirgends wohin. Ich will nur gucken. Die gehen nicht kaputt, ne? Ne, okay. Nehmen nochmal alles einsammeln, was da ist. Ja, haben wir gleich die Rakete gestartet. Das finde ich durchaus gut. Muss ich sagen, finde ich gut. Okay, und da ist unser Zug. Den finde ich auch gut. So.
Aber ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht einfach mal speichern würde. Oh, KMH. Schade. Und Black Mesa wäre ja nicht Black Mesa, wenn er nicht Daten laden würde. So ein schöner Kaffee. Schöner Kaffee ist schön. Festnahme. Ach herrje. Mit. Sorry, bitte, was? Das ging mir jetzt eindeutig zu schnell. Was? Hilfe, hey! Hallo? Das hat mein langsames Gehirn nicht verstanden. Was ist denn da jetzt passiert? Also ich meine, ich weiß, was da passiert ist, aber trotzdem. Hä? So, ich höre etwas. Ja, ganz toll. Ach so, ach witzig. Weg. Hilfe. Ach je, was, wo es hier überall lang geht. Also. Ah ja. Hier sind wir hier. Du selber. Waren wir da schon? Können wir die nicht irgendwie runterholen. Okay. Gut, wo geht's denn jetzt hier lang, Mann? Hier nicht. Naja, sehr gut.
Man kommt immer wieder hier raus, ne? Und dann geht man hier lang. 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 Und dann, richtig, ist hier das Abgestürzte. So, und hier kommen wir auch nur wieder da lang, wo wir eh schon waren. Wie würden wir denn auf die andere Seite kommen? Ja, genau, dann sind wir wieder hier unten. Ja, das ist natürlich logisch. Und hier kommen wir wieder nirgendwo hin. Mann, das ist doch fürchterlich. So, und hier ist wieder oben. Da können wir da reintauchen. Und können dann da nach oben. Und hier kommen wir in das andere Silo. Genau. Wo wir gerade noch nicht weiterkommen. Wahrscheinlich habe ich da noch irgendwas übersehen. Ich gebe es ja zu. Naja. Also ich will hier jetzt auch keinen Strom oder so anschalten. Das fände ich irgendwie... Off. Caution, Open Pit. Also das ist jetzt ja ärgerlich, möchte ich sagen. Da geht auch nichts lang. Und da geht es nur wieder nach unten. Ach. Nicht dein Ernst. Ah, so. Wo sind denn noch solche Dinger? Da ist noch einer. Wenn man es dann verstanden hat, dann ist es nicht mehr so schwierig. Sage ich jetzt mal so. Das ist wahrscheinlich falsch, aber... Oh, und wie viele sind es denn? Wie viel muss man denn da reinhauen? 7? Nein, 3. Ja, wunderbar, wunderbar. So, dann können wir hier nämlich schön durchtauchen. Wir richten hier einiges an Unbill an. Also. Das wird wahrscheinlich nicht alles die Berufshaftpflicht decken. Möchte ich meinen. So. Ach je. Und
weil die Zeit schon so fortgeschritten ist, machen wir den Rest der Erkundung dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen und bis dann, euer Herr. Ciao.